Morning, Kaiser. How are you? You're good? Auf dem Weg zum Auto. Morning! Ihr seht es beim Frühstücken. Wollen wir mal gucken, was der heutige Tag bringt. Bin mal gespannt. Morning! Hier ist unser Baby. Die Jungs haben bestimmt die ganze Nacht hier durchgearbeitet. Unglaublich. Pedro. Hey Pedro, the car looks like new. It's new. It's new. Not too. Thank it's you. New. Great job. Great job. Bei den LKWs hat es bis zu dem Marathontag und auch jetzt den Tag danach einiges an Aufhängen gegeben. Da sind nicht mehr viele unterwegs. Hier haben wir ein paar Beispiele von denen, die nicht mehr weiterkommen und entsprechend schon mal auf den Trailer gelandet sind. Und hier noch einer, der darf definitiv nicht weitermachen, weil Sicherheitszelle beschädigt ist und somit auch kein Weiterfahren mehr erlaubt ist. Und eigentlich wie immer feinstes Catering in Saudi-Arabien. Schöne Scenery hier beim Start von der 9. Prüfung. Leider haben wir kaum Zeit, uns das anzuschauen, geschweige denn ins Wasser zu gehen. How is your Dakar so far? Not good. How many punches? 18. 18. Too many. I hope I don't make 30. We are at 19 or 20 already, so, okay, so we are in a good race. Yes, now. You have to hurry up. Schön. Heute der 17. Noch ein paar vor uns dran. Da sieht man die gelbe Fahne, da checken wir ein. Bei der roten Fahne, da müssen wir zu einer bestimmten Zeit sein. Dann kommt nochmal so eine Parkamee-Zone, 15 Minuten, da können wir uns das Rotbock durchschauen. Und dann bei dem Bogen ganz hinten, da starten wir dann. What a crazy day! Wir haben bereits nach zwei Kilometern den ersten Plattfuß bekommen und dachten schon, das war's damit. Also sind dann ruhig gefahren, haben lange gebraucht, bis wir noch Senil aufgeholt haben, haben ihn überholt, haben dann Plattfuß bekommen, hatten auch noch 3-4 Buggys überholt. Dann ist Senil wieder vorbei, dann waren wir wieder hinter Senil die ganze Zeit in seinem Staub und kam nicht nochmal vorbei. Aber dann hat Janine Plattfuß bekommen, wir sind vorbeigefahren und wirklich sowas von vorsichtig und langsam. Naja, und 500 Meter weiter, dann Kilometer weiter, haben wir unseren dritten Plattfuß bekommen. Das war ungefähr bei Kilometer 180 oder so. Danach sind wir auf den Stein wirklich spazieren gefahren. Extremst vorsichtig. Da wo Sand war, haben wir gepusht, aber halt auf Steine hatten wurden immer nur extrem langsam. Und jetzt hier im Ziel, das war also ein wilder Ritt. Aber im Ziel scheinen wir Vierter zu sein und das ist sensationell, also damit hätte ich niemals gerechnet. Ich hätte gedacht, wenn wir Glück haben, dann sind wir irgendwie Top 10, aber ja, so kommt's. Wollen wir schauen, was dann der morgige Tag bringt. Heute war verdammt lang und es war sehr anstrengend und navigatorisch anstrengend, fahrerisch anstrengend, mental anstrengend mit diesem
diesen, also ohne Reserverad praktisch zu fahren, so lange echt heftig, wenn Fußwege sind. Nochmal zurück zu euren Fragen. Eine Frage war, warum ich nicht mit meinem Bruder zusammen Dakar fahre oder warum er nicht fährt. Die Frage müsste ich ja eigentlich an meinen Bruder weitergeben. Weil ich weiß, dass Bert vor ganz vielen Jahren, tja, wie lange ist das her? Das muss Ende der 90er gewesen sein, Mitte der 90er, mal ein Angebot hatte von Yamaha oder eine Anfrage von Yamaha, ob er nicht Dakar fahren möchte für Yamaha. Und ihn hat das Thema Wüste nicht so gereizt. Und obwohl ich auch schon seit Anfang 2000 Wüstentouren veranstalte und mache und durchführe in Marokko und ihm immer davon vorschwärme, hat er sich auch da noch nicht getraut mitzukommen. Also ich glaube, das Thema Dakar, damit bekomme ich Bert nicht hinter dem Ofen vor. Wenn wir schon bei der Familie sind, dann wäre jetzt ja die Frage, was mit David ist. Ob der, also mein Neffe, ob der mal Dakar fahren möchte. Ich glaube, es würde ihn schon reizen, aber tja, bis jetzt hat er sich noch nicht getraut, mal eine Rallye zu fahren. Ich weiß aber, dass er überlegt, zum Beispiel mal die Hellas Rallye mitzufahren, um mal reinzuschnuppern in das Thema, ob das was für ihn wäre. Und ich würde ihm zutrauen, dass er da ganz gut zurechtkäme. Aber das muss von... Ich kann nicht mehr. Da ist er an seinem Handy am Rumspielen, der Lasi. Ja, zurück zu David. Also ich denke, dass er eventuell mal die Hellas Rallye mitfahren möchte, um da mal reinzuschnuppern in das Thema. Ich könnte mir denken, dass ihm das liegt, aber es muss halt von innen kommen. Er muss es wirklich wollen. Ich werde ihn auf keinen Fall überreden. Das muss ist seine Sache, seine Entscheidung. Wenn er dann Lust zu dem Thema hat, dann berate ich ihn gerne, trainiere ihn auch gerne, helfe ihm gerne weiter. Aber erstmal muss er den ersten Schritt tun und dann schauen wir mal weiter. Einige fragten auch nach Kevin Gallas oder wie wurde er genannt? David Gallas. David Gallas. Hat wohl jemand ein bisschen verdreht. Ich habe größten Respekt davor, was Kevin mit dem Motorrad machen kann. Er hat ein super tolles Gefühl fürs Motorrad. Er fährt sehr geschickt, unheimlich toll. Also Trail kann er mit der Enduro fahren. Extrem Enduro macht er super. Auch mit dem Mountainbike. Echt cool. Allerdings sind das Qualitäten, auf die es bei der Dakar nicht ankommt. Da braucht man andere Stärken. Und ich weiß nicht, ob er diese anderen Stärken hat. Und ich weiß auch gar nicht, ob ihn das Thema reizt. Grundvoraussetzung, um Dakar bestehen zu können, überhaupt ankommen zu können, ist, dass man das wirklich will. Das Rennen ist hart, auf dem Motorrad extrem hart. Um da durchzukommen, muss man auch einen sehr starken Willen haben und es auch wirklich von innen heraus sehr, sehr intensiv wollen. Und da kann ich nicht für Kevin antworten. Da weiß ich nicht, was er vorhat, was ihm vorschwebt. Nicht? Tja, müsst ihr weiterleiten an ihn. Eine sehr interessante Frage ist die nach der Beachtung der Beifahrer. Ein Zuschauer fragte, warum die Beifahrer immer so im Hintergrund sind. Ich denke, es liegt zum einen daran, dass man in der Presse schwer ein Team vermarkten kann. Es gibt immer einen Star, also das ist ja im Fußball nicht anders, da hat auch jede Mannschaft immer irgendwelche Stars. Und der Star ist bei uns nun mal der, der das Lenkrad in der Hand hat und das Gaspedal unter dem Fuß. Egal wie die Wertigkeit im Auto ist. Und bei diesem Sport, unserem Rallye-Sport, ist es mit Sicherheit eine 50-50 Wertung. Also Fahrer und Beifahrer gehören beide zu dem Paket und beide sind extrem wichtig. Der Fahrer kann noch so schnell fahren, wenn der Beifahrer nicht weiß, wo es lang geht, er ihm das nicht vermitteln kann, dann nützt das überhaupt nichts. Aber im Gegenzug kann ein sehr guter Navigator mit einem nicht so schnellen Fahrer trotzdem sehr gut ins Ziel kommen. Die Fahrer wissen das auch und die Teamchefs wissen, dass die Wertung ist 50-50, aber es lässt sich halt nicht so rüberbringen und nicht so gut vermarkten und deswegen geht es immer nur an den Fahrer. Jemand möchte wissen, warum der Lars mein Wohnmobil fährt. Das ist eine sehr gute Frage und wenn wir die Antwort herausgefunden haben, dann werden wir sie gerne mitteilen. Im Ernst, ich kenne Lars schon sehr lang. Wir sind schon seit vielen Jahren, vor ganz vielen Jahren zusammen Motorrad gefahren und es tut bei diesem Rennen unheimlich gut, einen Freund und Bekannten dabei zu haben, bei dem man sich dann auch mal ausheulen kann sozusagen und der einen den Rücken stärkt und frei hält. Und zum anderen ist natürlich Lars dabei, um
für euch, für die Weberwerke Aufnahmen zu machen und mich zu unterstützen, da ich ja nun sehr viel Zeit im Cockpit sitze und nicht so viel filmen kann wie im letzten Jahr zum Beispiel. Und so ergänzt sich das sehr gut. Also ich habe Rückendeckung durch Lars, er hält mir den Rücken frei, unterstützt mich bei vielen Dingen, sorgt dafür, dass mein Camper immer bereit steht und vor allem heil von A nach B kommt und filmt dann auch noch für den YouTube-Kanal die ganzen Sachen drumherum. Und also ist eine Riesenbereicherung fürs Team. Ich möchte mich auch nochmal bedanken für die ganzen vielen Kommentare bei dem YouTube-Channel. Das ist echt der Hammer, wie aktiv ihr da alle mitmacht. Total cool. Also danke auch dafür. Ja, die Frage nach der Kohle. Da möchte noch mal jemand wissen, wie das ist für die großen professionellen Teams. Ob die Geld bekommen dafür, dass sie hier teilnehmen? Nein, dem ist nicht so. Oh, meine Weberkappe stürzt ab. Ah, Jesus. Alle müssen Startgeld bezahlen, das offizielle Startgeld. Keiner bekommt das geschenkt. Und dann die Frage nach Preisgeldern. Preisgelder gibt es, ja, aber nur für Amateure. Die Profis bekommen keine Preisgelder. Also diese Teams finanzieren sich über Sponsoren oder Hersteller und genauso die professionellen Fahrer. Und die Amateure zahlen meist aus eigener Tasche oder durch kleine Sponsoren, die sich zusammensuchen und haben aber die Chance, ein Preisgeld zu erfahren, das aber im Verhältnis sehr gering ist und nicht die Kosten wieder aufhängt. Die Frage nach Moosgummireifen, das hatten wir jetzt ja schon mehrfach gehabt. Also, es gibt keine Moosgummilösung oder was Vergleichbares, was dann tatsächlich bei dieser Belastung hält. Das ist das eine. Und zum anderen ist es nicht erlaubt. In der Side-by-Side-Kategorie, da gibt es sowas wie Tire Balls, das sind so Moosgummibälle, die dann drin sind in den Reifen, was bei Amateurrennen gefahren wird. Das ist aber hier bei der Dakar nicht erlaubt. Es darf nichts im Reifen drin sein, außer Luft natürlich. Also geht nicht, gibt's nicht, dürfen wir nicht. Dann wurde gefragt, wie lange ein Reifenwechsel dauert für uns, oder ein Radwechsel muss man richtigerweise sagen. Also unsere Rekordzeit ist, glaube ich, 1:10 oder sogar einen Tick schneller. Allerdings sind wir dann auch noch nicht ganz angeschnallt, wenn wir losfahren. Dann rollen wir an und müssen uns auch anschnallen und Gegensprechanlage verbinden. Aber so 1:20, 1:30 ist eine durchschnittliche Zeit, die wir brauchen. Also vom Anhalten, Radwechseln, bis wir wieder im Auto sitzen und weiterfahren. Das klingt nach gar nicht viel. Ich meine, es ist auch sehr schnell. Aber es ist trotzdem ärgerlich, wenn man bedenkt, dass manche Etappen nach 400 Kilometern mit 1-2 Minuten Vorsprung entschieden werden. Dann möchtest du natürlich nicht Zeit verlieren, weil du einen Reifen wechseln musst oder ein Rad wechseln musst. Und natürlich, wenn du erstmal den zweiten Plattfuß hattest, musst du gewaltig Speed rausnehmen. Und wenn du den dritten Plattfuß hattest, dann fährst du auf den Stein wie auf rohen Eiern. Und das ist dann also noch viel schlimmer als der Zeitverlust, den du hast beim Wechseln. Und wenn dann noch ein Vierter dazukommt, wie wir es ja auch schon ein paar Mal hatten, dann ist unberechenbar, wie viel Zeit du brauchst, weil wir kein viertes Rad dabei haben. Dann müssen wir auf einen anderen Toyota warten, damit der hoffentlich noch ein Rad übrig hat, das er uns abgibt. Und das hat, also aus eigener Erfahrung weiß ich, das jetzt ja zwischen 15 Minuten und 50 Minuten gedauert, bis da einer kam. Also das ist nicht ganz mies. Dann fragte noch jemand, wie es dazu kam, dass wir beim Marathontag Camper hatten. Das war eine Ausnahme. Normalerweise hätten wir dort in irgendwelchen Schlafsälen geschlafen oder in Zelten. Aber also es waren Schlafsäle vorbereitet und das haben wir jetzt Corona zu verdanken und in diesem Fall bin ich auch tatsächlich dankbar. Dann kannst du natürlich jetzt in dieser Zeit nicht 50 Mann in einen Schlafsaal stecken und in Stockbetten, wenn du Abstand halten möchtest und dich nicht anstecken möchtest, falls auch einer was hat. Und deswegen haben sie erlaubt, dass die Leute, die einen Camper hatten, dass die Camper dorthin fahren durften. Aber das Personal, also auf den Camper sitzen ja in der Regel dann auch als Fahrer, Mechaniker, die durften nicht ins Biwak, die mussten also außerhalb stehen und wir mussten dann auch aus dem Arbeitsraum raus, aus dem Biwak raus, in den Camper zum Schlafen. Und alle die mit dem Camper angereist waren zu dem Camp, zu dem Biwak, durften halt nicht rein in das Lager, damit auch ja keiner fremde Hilfe leisten konnte. Wie viel platte Reifen hatten wir bis jetzt? Ja, wir haben mal nachgezählt. Wir kommen auf 22 Plattfüße in der Dakar. Und da mal einen Vergleich zu ziehen, 2009 habe ich das Rennen zusammen mit Genil de Villiers gewonnen, damals mit dem Volkswagen Race Touareg.
Da hatten wir in dem ganzen Rennen einen schleichenden Plattfuß, den wir erst im Ziel wechseln mussten bei einer Etappe. Ansonsten das ganze Rennen ohne Plattfüße. Und das ist das Ziel. Man muss versuchen oder man versucht, keinen Mist, keinen Ärger zu haben, keine Probleme zu haben. Dann ist man automatisch ganz vorne. Und in diesem Jahr kann man es jetzt angucken beim Stefan Peter Hansel. Morgen wartet die 10. Etappe auf uns. Sie ist etwas kürzer, 340 Kilometer Sonderprüfung ungefähr. Ich denke, wir werden versuchen, morgen anzugreifen auf Tagessieg. Wir haben nichts zu verlieren, gute Startposition. Auf Platz 4 werden wir das Rennen starten. Volle Attacke und mal schauen, wie weit wir kommen mit unserem Bierkotritsch-Reifen. Und dann kommt die 11. Etappe danach. Die soll die Hammer-Etappe des Rennens sein. Also, wenn ich ehrlich bin, heute war schon sehr hart. Vor der 11. habe ich doch deutlich Respekt und hoffe, dass wir morgen dann gut durchkommen und dann die 11. Auch schön hinbekommen werden. Schauen wir mal. Also vielen Dank fürs Einschalten beim Weberwerke YouTube-Kanal. Schaut vorbei bei zitzewitz.com. Schöne Touren. Instagram gibt es immer Updates, Facebook auch. Bis morgen.